Space. The final frontier. Leute, alle posten da von ihren hochwertigen Teams, ja, Videos, Videoclips. Jetzt muss ich doch auch mal versuchen, hier da mal was einzufangen. Schauen wir mal, ne? Ich habe eine laktierende Hündin dabei. Das wird man sehen als Referenzpunkt. Sie hier, ganz süße. Ja. Mama ist gut dabei. So, gleich geht's los. Amata, Amata. Die will sich auch vorne einspannen lassen. Amata, komm her, Amata. So, Amata. Ist jetzt alles ruhig, ja, aber ich bin alleine. Und da ist das klassische Element eben nicht da. Wenn da noch ein Duckhinter dabei wäre, wäre es ruhiger. So, es geht dann gleich. Laktierende Hündin läuft einfach so frei mit. Als Referenzpunkt. Mein Ankerpunkt, wie schnell, dass ich fahren muss. Vorne tobt schon die Hölle. Sie geht genauso hart wie da vorne. Halb oder jemand anders. In Point ist Helium, die Schwester von Argon. Und rechts die uralte Liederin Nautica. Hier die fantastische Amata und die Krypton links davon. Und das ist der ganz junge Hund. Der weiß überhaupt gar nicht, was er machen soll. Das ist der Kain. Und dann haben wir hier die laktierende Hündin noch. Behindere ich keinen, da sind sie alle an ihren, bei der Mutti am Fleischtopf und somit hier habe ich immer freie Bahn und störe auch keinen.
sind jetzt 6 Minuten und 30 gefahren, 30 Sekunden eigentlich mehr. Wieso? Jetzt gucken wir uns mal die Hunde an, wie die aussehen. Hunde, die extrem hart gehen. Sie geht natürlich nicht extrem hart, das ist blühende Leben hier. Aber jetzt gucken wir mal da vorne hier, komm mal hin hier. Der Hund galoppiert 50 Kilometer auf Schnee durch. Der ist am Rande, mehr geht nicht, Hype, Anschlag. So sehen Hunde aus, die richtig am Strick ziehen wollen. Die wollen, das ist kein Spazierengehen bei diesen Hunden, sondern die gehen gnadenlos hart am Strick hier. Wenn man aufmacht, gehen die hoch auf 40, 45 aufwärts, wenn man das will. So, hier die wahnsinnige, die so wahnsinnigen hier. Die Nautica, hä? So alt hier und immer noch so dabei hier. So sehen die aus. Da sieht man einen Hund jetzt lackieren, die kann gar nicht hier. Stell er im Moment, weil der Babys hat. Das ist mein Ankerpunkt. Da weiß ich ganz genau, was los ist. Da vorne kommt ein Pferd, aber trotzdem spanne ich die jetzt aus. So, gleich geht's wieder weiter. Und dann tun wir in einer anderen Reihenfolge einspannen. Da kommen jetzt mal andere Lieder dran, dass man gerade mal sieht, was los ist. Dann nehme ich hier die uralte Oma hier vorne, die Nautica. Und die Junge. Und die Junge, wo ist er hier? Helium. Da ist er. Die nehmen wir jetzt mal nach vorne und gucken, was da passiert. So ist es hier. Immer ein bisschen Abwechslung arbeiten. Normalerweise mache ich das nicht, aber jetzt filme ich mal und dann mache ich das eben im kürzeren Abstand. Normalerweise kommen die erst in der nächsten Mikrozyklus-Trainingseinheit ran. Dann so. Immer abwechselnd. Wobei man sagen muss, und das muss man ganz klar und deutlich und jetzt ganz deutlich sagen, Jährlings werden nicht eingespannt in Amerika in Leeds, sondern die haben ein Jahr mindestens Dienst im hinteren Drittel, vorderen Drittel, hinteren Drittel, aber nicht vorne, wird nicht eingespannt. Und da halte ich mich auch dran. Also, das ist nur ganz kurze Sequenzen, sehen, ob sie es können. Und dann werden diese Jährlings nach hinten reingepackt. Das heißt also, wenn man Mono ist, hat man die Möglichkeiten ja gar nicht. Außer man hat, wie ein richtiger Mono, eben 5, 6, 7, 8 Hunde. Das ist ein Mono, der mit einem Hund dann fährt, der besten, der in dem Moment gut dabei ist. Das nennt man ein Mono. Und so arbeiten die in Polen, in Norwegen, in Schweden. Und in Deutschland muss man das den Mono sagen, dass es kein Einhundesport ist, sondern dass es ein Mannschaftssport ist. Und trotzdem wird dann zum Schluss nur noch einer genommen. So ist das. Ihr wisst Bescheid jetzt. Gleich geht's weiter. So, da drüben läuft das Pferdchen. Müssen wir gucken, dass wir ihm nicht ins Gehege kommen. Und man darf keine Angst haben, man muss den Hunden auch was zutrauen. Zutrauen muss man denen, dass sie nicht von der Fahne gehen. Ein guter Hund geht nicht von der Fahne, auch wenn er vorne irgendeine andere Außenreizlage sieht, sondern er bleibt schön bei einem. Egal was da kommt, ob Atomeinschlag hier oder Hase oder Igel direkt hier links von einem und mal rechts. Hier Hase oder Igel darf nicht interessieren. So, ich spanne ich mal gleich ein und dann, wenn ich loslaufe, tue ich wieder diese Kamera einschalten und du nicht gucken, gell? Nicht gucken, na nicht mal gucken. Meiden, meiden ist das richtige Wort. Gleich geht's los. Geh natürlich hoch jetzt. Aufpassen, Anne! Sehr geschickt, was er gemacht hat. Von der Top links hier. Thank you.
verboten. Bei 25 km/h. Ich stehe auf dem Boden. Ich kann doch gar nicht laufen. Halb auf. Rechts an dir. Right. Knapp 5 Kilometer. Jetzt gucken wir uns die Hunde an. So sehen Hunde aus, die 50 Kilometer durchgaloppieren. Line out. Anschlag. Absoluter Anschlag ist das. Da muss man wirklich so aufpassen, dass nichts passiert. Solche Hunde muss man ausspannen. Da brauchen die jetzt wieder eine Zeit lang. Man kann die nicht einfach im eingespannten Zustand dann lassen. Die Hunde müssen unter Kontrolle sein dann. Also die müssen schon hören. So sehen Hunde aus, die wirklich was können. Na Süße, das machst du toll. Weißt du das? Ganz toll, hä? So, andere Zusammenstellung hier von Hype und Amata, dann hier Sprite und Helium. Und hier haben wir wieder die Nautica, da ist die Nautica und die Krypton
Und jetzt zum Schluss hier. Kein. Kein will auch vorne laufen. Kein, komm her. Kein. Kein. Oh, jetzt wird es gleich wieder laut, weil ich alleine bin. Mal sehen, ob ich das im Wind abstellen kann. Die können zählen, die Hunde. Aufpassen! Kommt jetzt wieder die Hölle. Pause. Pausen sind wichtig. Das Wichtigste, Pausen sind ganz wichtig. Wir haben jetzt hier 7,3 Kilometer drauf. Wo sehen Hunde aus, die richtig gehen? Hey Martha. Du kannst deinen Einkauf packen, wie du gehst, meine Liebe. Das ist unglaublich. Herr Hype, toll gemacht, hä? Ganz toll. Ganz tolle, feine Hunde, hä? Ganz tolle, feine Hunde, hä? Bärli, ja, so fein. Hunde laufen auf diesem Untergrund. Auf diesem Untergrund laufen die. Hier, so. Das ist natürlich weich. Wenn die natürlich hier auf Asphalt oder auf hartem Untergrund laufen, sind die Pfoten innerhalb von 5 Kilometer durch. Die laufen auf rohen Hamburgern, diese Hunde. Ist ja logisch, weil die richtig abdrücken. So, und macht man das mit den Hunden, dann sagen die, oh Moment hier, machen wir mal langsam, dass wir mich nicht auf rohen Hamburgern laufen. So, und dadurch kommt es, dass die meisten Hunde gar nicht mehr ziehen. Die laufen nicht und ziehen nicht.
So ist es. Gut, manche können auch nicht laufen, nicht ziehen. Aber das ist wieder noch eine andere Sache. Ja, Hype, hä? Wir spannen wieder ein. Diesmal wieder eine andere Einspannung. Dann nehmen wir die Sprite und die Nautica vorne. Und dann kommt der Hype und die... Wie nehmen wir denn da? Den Hype und die Amata. So. Na, guck. So, stehen im Trieb wieder. Aufpassen! Vorne rechts Nautica, links Sprite. Das muss man ausleiden können. Was ist der Hund kaputt? Tschü. Fein, ganz toll gemacht. Immer wieder überprüfen. Überprüfen. So recht hier. Oh, da ist der kleine Nachwuchs drin, die Halla. Und der Marius. Das ist Nachwuchs hier von der Amata. Mal bin ich mal gespannt hier, was die zwei machen. Mal sehen, ob sie noch eine Schippe drauflegen können. Und morgen kommen die zwei dran. Und die zwei werden jetzt hier ein bisschen gemischt. Ja. Da hinten sind die Hoffnungen. Natürlich jetzt also mehr wie 10 Liter. Weit mehr wie 10 Liter. Für 8 Hunde. So, die werden natürlich jetzt betankt. Weil es gleich geht auf den Reiter. Die Mutti geht dann zu ihren Welpen und die wird extra noch leicht trainiert. Aber weil wir jetzt auf die lange Kante gehen gleich. Oh. So. Und schon, ey. Schon sind wir Rad, Hype, Rad. Und schon sind wir dabei beim Reitern. Auf der langen Kante jetzt geht's los. Vorsicht, nicht so schnell. So, jetzt mache ich mal aus hier, ich muss mich konzentrieren. So, halt. So, hier nur 60 Stunden machen. No. Es wird nicht laufen. Der Stundenwagen, 20 Kilometer haben wir drauf. Vorsicht, lass dich nicht über, komm nicht durch unter die Räder. Und schon wollen sie sich zeigen. Nautica! Na? Langsam! Wir laufen hier nicht schnell hoch. Immer schön mit 20.
sonst ziehen sie dann dahin. No, nicht so schnell. Du, hau die Car, no, hey. Hier ist sie. Jetzt haben wir 26 Kilometer drauf. Und schon sind wir wieder zurück. Es ging schnell, was? Hä? Ein Klick. So, hä? Was haben wir denn? Knapp 30 Kilometer, 1 Stunde 23. Oh, langt, oder? So, jetzt kriegen sie was zu essen. Sind ja noch mehr Hunde. Es werden immer mehr, ich verstehe das gar nicht. So, noch schnell mal die Welpen angucken. So, komm mal rein hier. Oh, da dürfen die noch ein bisschen Schlecken dran. Das andere ist einfach die Mutti noch zusätzlich. Andere. Ist da noch einer da? Da ist noch einer. So sieht es ja aus. Mal ein bisschen probieren. In 3-4 Tagen hier fangen sie dann an, richtig zu fressen.